In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem Modell, das dir hilft, genau das zu finden, was du tun solltest. Und auch das, was du vielleicht nicht tun solltest. Los geht's! Wenn dich wer fragt, was ist denn dein Beruf? Dann kannst du da wahrscheinlich ganz schnell drauf antworten. Ich verdiene mein Geld als Lehrer, als Polizist, als Maler, als Musiker und so weiter. Wenn ich dir aber jetzt frage, was ist deine Berufung? Was ist deine Lebensaufgabe? Da müssen die meisten erst mal überlegen. Gut. Im Idealfall stimmen ja Beruf und Berufung auch überein, oder? Aber leider ist das halt nur selten die Realität. Deswegen gibt es ja Hobbys, sagen die einen. Ja? Okay, gehen wir dem mal auf den Grund. Lass dich bitte auf ein Gedankenexperiment ein. Und nimm's ernst, bitte. Gut. Stell dir mal vor, du hättest ab dem nächsten Monatsersten finanziell ausgesorgt. Du müsstest dir also um Geld keine Gedanken mehr machen. Okay? Was würdest du jetzt tun? Welche Aufgabe würdest du dir aussuchen? Mir ist schon klar, das ist eine hypothetische Frage, aber lass dich mal drauf ein. Was könntest du von in der Früh bis abends so tun, dass keine Energie weggeht von dir? Ganz im Gegenteil, dass du davon Energie bekommst. Lass dir da durchaus einmal ein bisschen Zeit. Du kannst auch das Video pausieren. Bestimmt fällt dir dann so diese eine Tätigkeit ein. Diese eine Tätigkeit, wo du voll im Flow bist. Okay? So. Jetzt kann es durchaus sein, dass dir da jetzt etwas einfällt, was genau das deine ist. Aber du hast im gleichen Moment Zweifel. So, dann präzisieren wir die Frage. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es mit Sicherheit klappt? Okay? Dass es das große Ding für dich ist. Ja? Jetzt kommt dann auch die logische Frage von mir. Ja, jetzt weißt du, was du wirklich tun möchtest. Ich gebe dir die Sicherheit. Aber warum machst du das denn dann nicht? Und die Antwort ist naheliegend. Ja, weil das sowas wie Angst ist. Ja? So, und jetzt nehme ich dir auch noch diese Angst und frag noch einmal. Was würdest du im Leben tun? Was werden diese eine Herzenssache, wenn du davor überhaupt keinerlei Angst hättest? So, und diese einfache Übung bringt jetzt ganz, ganz viele dazu, dass sie merken, da ist ja was. Da ist ja was, was ich voll gern tun möchte. Bingo. So, das merkst du dir jetzt bitte. In dem Modell heute geht's ein bisschen in den Bereich Mathematik oder präziser die Mengenlehre. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Aber keine Sorge, wir bleiben da durchaus klar verständlich. So, stell dir jetzt bitte mal drei Bereiche vor. Das sind drei Bereiche, die sich überlappen. Es gibt also Schnittmengen. Sowohl die Menge A und B haben eine Schnittmenge, als auch B und C, ja, und natürlich auch C und A. Folglich, ja,
gibt es auch eine Schnittmenge aus allen drei Bereichen. Okay? Also, da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Und es gibt Schnittmengen zwischen A, B, B, C, C und A. Und auch eine Schnittmenge von allen dreien. So, was sind denn jetzt diese einzelnen Bereiche? Die Menge A, das ist dein Wollen. Also das, was wir uns eben gerade erarbeitet haben. Das, was du dir vorgestellt hast. Ja? Das, was du dir gemerkt hast. Was deine Lebensaufgabe wäre. Okay. Wenn du jetzt aus dem, was du willst, aber eine Lebensaufgabe machen möchtest und könntest, ja, dann wäre das schon super, oder? Aber mal angenommen, du singst gerne, ja, und wir nehmen an, das ist genau dein Ding, oder du schreibst Texte, du komponierst, du produzierst, du machst Videos, Visuals, was auch immer. Jetzt gibt es eine zweite Menge, okay? Diese Menge B, das ist das, was du auch wirklich gut kannst. So, es geht also um deine Kompetenzen. Das jetzt festzustellen, ist aber natürlich ein anderes Thema. Dass du das, was du willst, auch richtig gut kannst, das hast du ja sicher schon mal festgestellt, oder? So, also wir gehen mal davon aus, dass das, was du willst, auch mit dem, was du kannst, in zumindest einer Schnittmenge übereinstimmt. Gut. Reicht das jetzt schon für eine Lebensaufgabe? Die Antwort dazu ist nicht ganz, denn es gibt noch die dritte Menge. So, und das ist das Sollen. Also, wir haben Wollen, wir haben Können und wir haben Sollen. Wenn es also um das Singen, um das Texten, um das Produzieren geht, dann gibt es dafür einen Markt. Okay? Und idealerweise ist das, was du tun willst und kannst, auch das, was du tun sollst, weil es einen Bedarf dafür gibt, weil das, was du anbietest, das ist, was wer anders haben will. Ja, logisch. So, Beispiel. Ich war ja Lehrer und habe auch Jungen und Junggebliebenen mein Wissen am Klavier übermittelt. So, das könnte ich immer noch. Ja, und wenn mich mal wer fragt, bitte zeig mir mal da was oder da, wie geht das? Klar, das mache ich gern. Aber sollte ich das auch beruflich tun? Wenn ich zwar etwas kann, aber nicht wirklich will. Es gibt klarerweise einen Markt dafür. Viele Menschen möchten Klavier spielen können. Ich denke, das ist immer noch unter den Top 5 oder Top 3 weltweit, wenn wer gefragt wird, was er denn noch alles so können möchte, was er so lernen möchte. Also, trotz bestehendem Markt und Können, das reicht nicht aus für eine Lebensaufgabe. Okay? Ich singe auch ganz passabel. Als jemand, der meine Demos kennt, weiß das ja eh. Hast du schon reingehört, oder? Ja, klar. So, aber ich weiß halt auch, es gibt viele da draußen, die singen weitaus besser als ich. So, sollte ich jetzt meine Lieder selbst veröffentlichen? Und mir als Interpret ausprobieren, ja, nach vorhin gehen. Na, weil meine Kompetenz, ja, weil die Kompetenz aus meiner Sicht und vor allem auch die Leidenschaft, selbst als Sänger aktiv zu sein, nicht ausreicht. Punkt. Ende. Viele fragen mich, warum machst denn du das nicht selber? Das ist die Erklärung. So, aber Lieder zu komponieren, das dann zu produzieren, Interpreten zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Das kann ich. Das kann ich sogar sehr gut. Und das macht mir mega viel Freude. So, und selbstverständlich gibt es ja auch einen Markt dafür. Das ist ja der Grund, warum wir uns kennen, oder? Anderes Beispiel. Ich bin auch ganz gut an den Tasten. Ja? Und ich stehe gerne als begleitender Part mit Band oder im kleinen Raum und auch mit Sängern auf der Bühne. Und das macht auch mega viel Spaß.
Und weil es eben einen Markt dafür gibt, weil das wer hören will, deswegen mache ich das ja auch. Und mit großer Freude. Und es funktioniert, weil es aus allen drei Bereichen eine Schnittmenge gibt. Weil all diese drei Bereiche zu einer Schnittmenge führen. Okay? Also, dort, wo es eine Schnittmenge aus all diesen drei Bereichen gibt, wollen, ja, können und sollen. Das ist dann meine, das ist deine Lebensaufgabe. Und nur das. Ja? Sollte ich jetzt quasi wieder als Lehrer arbeiten? Nö. Diesem Modell nach definitiv nicht. Da fehlt die Schnittmenge zum Wollen. Gut. Das ist auch der Grund, warum ich schon seit Jahren nicht mehr in der Schule bin. So. Nun zu dir. Meine Fragen heute habe ich ja eh schon vorher gestellt, aber ich sag's nochmal. Was würdest du tun, wenn du finanziell ausgesorgt hast und wenn du weißt, dass das auf jeden Fall klappt, was du da machst und wenn du keinerlei Angst davor hättest? So. Jetzt frage ich dir dann auch, und es geht ja um den zweiten Bereich. Wo sind deine Kompetenzen? Worin bist denn du besser als alle anderen? Wirklich besser? Was kannst du richtig gut? Und zwar, weil du es immer schon gekonnt hast. Verstehst du? Weil es immer schon da war. Weil es für dich eine selbstverständliche Kompetenz ist. Nicht, weil es dir irgendwer gezeigt hat, weil es dir Lehre gemacht hast, weil es irgendwo gelernt hast. Was kannst du richtig gut? Was kommt aus dir heraus? Und dann gibt es den dritten Bereich. Womit von all dem, was du an Leidenschaften hast, was du an Kompetenzen mitbringst, womit von dem bringst du anderen Menschen einen Nutzen, ja, einen Mehrwert. Was hat jemand davon, wenn du es für ihn machst? Okay? Ich denke, das können wieder viele, viele schöne Gedanken werden heute für dich. Ich wünsche dir alles Gute, bis morgen. Jetzt geht es ja schon in den Endspurt beim Adventkalender. Also alles Gute.